Pannengangster Pascal. Als dieser 21-Jährige in einen Baustoffhandel im nordrhein-westfälischen Goch einsteigen will, passiert es. Das Fenster schließt sich, weil er versehentlich die automatische Verriegelung auslöst. Der polizeibekannte Kleinkriminelle steckt fest. Mit seinem Handy alarmiert er um 3.05 Uhr die Feuerwehr. Die befreit Pascal mit einem Bolzenschneider. Kaum in Freiheit klicken die Handschellen. Festnahme. Gegenüber der Polizei erklärt Pascal, er habe nur einen Platz zum Schlafen gesucht. Das Mofa, mit dem er zum Tatort gefahren war, ist übrigens geklaut.